Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zur letzten Folge der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3. Aber dumm. Ja, wir werden wieder in zwei Sessions verteilt, weil der Epilog so lang ist. Heute das letzte Kapitel, also den Epilog, in dumm durchlesen. Und wir fangen an. Epilog. Das steht da in Caps Lock, deswegen muss ich das so aussprechen. Wie ich im letzten Kapitel einer solchen Geschichte sagte, hat diese Geschichte nicht aufgehört. Ungefähr 3 Monate sind vergangen, seit ich das letzte Kapitel geschrieben habe. Vieles möchte ich euch jetzt ein bisschen von vor 1,5 Monaten erzählen. Aber ich möchte ihn mehr über das Allgemeine erzählen. In den folgenden Wochen nach dem Ende des letzten Kapitels änderte sich in Bezug auf Shinnok nicht viel. Sie weigerten sich auch, mir etwas zu sagen. Nach einer Weile war ich es leid, Fragen zu stellen. Ich bin sicher, wenn wirklich etwas passiert ist, würden sie es mich wissen lassen. Aber ich habe mich auf diese Zeit etwas optimistischer gefreut. Ich habe das Gefühl, die Ewigkeit ist nicht vergangen und ich habe noch nie ein Wort ohne Unterbrechung gehört. Ob sich an seiner Stelle etwas verbessert. Ich fürchte, sie wissen es bereits, aber sie wissen nicht, wie sie mir Sanftmut beibringen sollen. Um diese Ängste loszuwerden, konzentrierte ich mich auf andere Dinge. Zuerst war ich die meiste Zeit bei Chillast, Eevee und Seemobs, aber ich war bei Lord Ekkehydropi, Latias und Latios. Alle freuen sich auf ein neues Leben in Silberdorf. Genau das, was uns die Gildenmitglieder zu Beginn unserer Reise über uns erzählt haben. Als eine Sache werde ich noch einmal darauf zurückkommen. Hydropi und Latios sind uns gegenüber alle freundlich und versuchen unsere Hilfe irgendwie zurückzuzahlen. Sie haben uns beigebracht. Das war der Satz, ich weiß. Denn auch wenn wir auf unserer Reise kämpfen mussten, sie waren immer vor uns. So haben sie uns trainiert. Zuerst dachte ich, sie wollten uns auf etwas vorbereiten. Vielleicht wissen sie schon, was passieren wird, aber ich merkte bald, dass sie gleich waren. Die ganze Zeit vor der Entscheidung und seine Verbindung zu Floink ist noch immer tief. Sie wollen sich Zeit nehmen, sie selbst und finden nicht heraus, was sie glücklich macht. Apropos Spaß. Latias scheint immer, wenn wir es sehen, ein Pokémon zu sein. Das etwas Interessantes zu haben scheint, an dem wir uns freuen. Und ja, ich habe da absichtlich eine Pause gelassen. Er hilft uns, wenn er da ist, wenn wir in Schwierigkeiten sind, egal was passiert. Auf diese Weise hat er uns auch in Sachen... Was? Hat er uns auch Sachen mit der Bahn gebracht, aber nicht im Krieg, sondern um Medizin zu besorgen. Deshalb sehen wir sie normalerweise nicht. Sie war fast den ganzen Tag für Shinnok verantwortlich. Dafür bin ich sehr dankbar, wie alle anderen in Silberdorf. Aber ich habe keine Informationen bekommen, die mich verärgert haben. Aber im Laufe der Zeit ist Lord Ecke der Letzte, den ich in diesem Kapitel nicht erwähne. Ich habe festgestellt, dass er immer bemüht ist, in unserem Bereich freundlich und glücklich zu arbeiten. Aber er tut es nicht die ganze Zeit. Wenn man weiß, wie man mit anderen Pokémon umgeht, merkt man sofort, dass er frustriert ist. Einmal habe ich ihn auf die gleiche Weise danach gefragt. Okay, ich habe ein paar Mal an Gunther gedacht, das stimmt, aber ich werde ihn lange sehen. Ich habe ihn jetzt 2 Mal verloren und er ist ohne Pause zurück. Wenn es nicht so ist wie ich werde es durchgeben. Mach dir keine Sorgen. Was mich beeindruckte war, dass er sich jedes Mal, wenn er das Shinnok-Heimatgebiet betrat, nichts mit seinem Zustand zu tun hatte. Lord Ecke ist immer noch sehr ernst. Er wusste nicht, wie er sicherstellen sollte, dass Shinnok Necrozma war. Ich glaube, das muss man nicht mehr sicherstellen, aber ja. Er hat Nekrose nicht verziehen, aber er hat auch geholfen. Ich denke, das ist genug, Kommandant. Ja, nur ein bisschen, falls jemand. Darkrai taucht nicht auf. Aber jetzt sind wir schon eine Weile bei den wichtigen Dingen angekommen. Eine Einführung, die vor 1,5 Monaten geschah. Erst am Nachmittag. Ich mache das, was ich die meiste Zeit mache, wenn ich nicht trainiere. Übrigens, kurzer Einwurf, man merkt vielleicht, die Audio ist ein bisschen anders als sonst, bisschen leiser wieder. Aber je nachdem, wie gut es ist,
werde ich das wahrscheinlich als neue Haupthörspiel-Audio auch nehmen, weil es sehr consistent ist. So, ich fühle mich zu Hause wohl und lese die Geschichte. Löse meine Probleme. Löschen Sie sinnlose Verse, so einige Kyogre-Geschichten. Nehmen Sie andere Filme vollständig auf. Ich saß da und las es mehrmals. Ivy, die bei mir in Bulbasaur lebt. Interessant. Hat nicht lange darauf gewartet. Jedenfalls habe ich mir damals viele Gedanken gemacht. Zunächst einmal lese ich regelmäßig und oft ein paar Filme, in denen Shinnok eine wichtige Rolle gespielt hat. Und vorzugsweise Kapitel 12. Heute Nachmittag bin ich jedoch in einem anderen Teil dieser Geschichte. Im letzten Kapitel. Ich habe nur den wichtigsten Teil gelesen. Mein letztes Gespräch mit Shinnok. Ich war wieder traurig. Werde ich widerstehen? Nach einer langen Zeit? Oder ist es zu spät? Wie beschreibt sich Senux? Klopfe an meine Tür und klopfe mich auf den Kopf. Das ergibt Sinn. Das ist eine Weiß. Ich vertraue... What the fuck war das gerade? Was ist mit mir manchmal? Ich habe keine Ahnung, was mit mir ist. Und ja, die Audio ist schon wieder ein bisschen weniger consistent, weil ich das Mikrofon umgestellt habe. Dafür ist sie jetzt ein bisschen lauter. Ich werde gucken müssen, wie ich das bei den Haupthörspielen regel. Wo waren wir? Ich vertraue Hydropi und Latios, die ein abendliches Workout machen wollen. Oder Latias, der am Feuer eine Geschichte von einer Nacht erzählen möchte. Ich habe keine Sekunde großen Appetit. Komm rein. Ich hörte die Tür aufgehen, aber ich starrte immer noch auf die Schlangen vor mir. Sobald ich aufsprang, schaute ich zur Tür. Natürlich habe ich die Stimme sofort gesehen. Echt? Ich dachte, ich wäre der Einzige, der Geräusche sehen könnte. Nehmt auch ihr heute noch. Guck, nein. Shinnok steht vor der Tür. Gesund sah es nie aus. Trotz allem war es deutlich besser als vorher. Alle Wunden waren geheilt und sein Haar war wieder weiß. Shinnok hatte nie weiße Haare. Das Einzige, was mir auffiel, war eine große Blase, die über die rechte Seite seines Gesichts lief. Ich war so glücklich und verängstigt, dass ich ihr in den Nacken geschlagen habe. Ah yes, erstmal Nackenklatscher. Owe, seien Sie vorsichtig. Ndo-Schein. Was reden die für eine Geheimsprache? Ich fing wieder an zu weinen. Dies ist eine glückliche Zeit, keine traurige. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß, Latias hat mir alles erklärt, als ich aufwachte. Außerdem weiß ich, dass du gut bist. Aber Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Mir geht es besser, wahrscheinlich besser denn je. Ich habe es mir angeschaut. Wirklich? Warum hast du diesen Klatsch? Ich habe meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Nekrosen entkommen. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht an den Kampf, als ich Floink erzählte, was ich in der Vergangenheit getan habe. So wie Visias es mir erklärt hat. Der letzte Angriff, aus dem ich Floink vertrieben habe. Eine Welt wie diese. Aber dafür brauchte er viel mehr Energie, als ich tatsächlich hatte. Der Teil, in dem ich dagegen gekämpft habe. Der Teil, der immer noch Nekrose in Körper und Seele ist. Floink, ich werde mich mit diesem Pokémon nie ändern. Nekrose ist nicht mehr ein Teil von mir. Das bedeutet aber auch, dass du deinen Abschluss verlierst, oder? Er lachte mich aus. Sehr freundlich. Wenn du nur weißt, wie man spirituell ist, ist mir das egal. Endlich konnte ich mein Leben wieder leben. Ein Teil des Gesprächs war wichtig, dass diese Notizen dort enden. Ein paar Tage später wurde der Prozess wieder aufgenommen. Latias und Latios ist es auch gelungen, eine Tür ohne große Geister zu schaffen, die uns in eine dunkle Welt führen wird. Neben dem Portal, wir wurden noch einmal in unsere Welt auf dem gleichen Kontinent Schmuckstadt eingeführt. Ich kann gerade durchs Mikro nicht gescheit lesen. Ich weiß, der Satz klingt noch behinderter, wenn ich so sage.
Wir werden immer noch die Tür öffnen, aber wir haben eine Idee. When all go to Darkrai. Es wird in einer dunklen Welt sein. Reiste lange mit ihm Zeit. Bei dem Satz kann man es wohl verstehen, dass ich den erst nicht ganz verarbeiten konnte. Und lernten ihn kennen. Wir sind zu Hause. Es ist also an der Zeit, sich von dieser Welt zu verabschieden. Ich bin gerade leicht aus dem Kontext gekommen, weil mir ein Wort später auf der Seite in Caps Lock ins Auge gesprungen ist. Warum zum Fick steht das da? Aber kommen wir dazu. Viele der Bewohner von Silberdorf versammelten sich vor der Haustür, um sich zu verabschieden. Vor allem unsere neuen Freunde sind sehr traurig, dass wir so lange weg waren. Jedenfalls haben wir versprochen, sie zu besuchen und sie würden uns besuchen. Aber als wir abreisen wollten, blieb Shinux stehen. Er hatte den ganzen Tag Angst. Taranar, Shinux, Gilde wartet auf uns. Beeil dich. Er steht immer an einem Ort und beobachtet all die Pokémon, die auf öffentlichen Plätzen warten. Dann sprechen sie. Tut mir leid, nein. Warum nicht? Was passiert plötzlich? Seemobs sind auch überrascht, genau wie alle anderen. Es tut mir leid, ich habe lange gewartet, seit Guy Darkrai es mir erklärt hat. Fun Fact, ich glaube, ich habe eigentlich die beste Audioposition gefunden, hui. Auch wenn das Vorlesen hier ein bisschen schwieriger ist. Ich werde nie wieder zurückkehren. Was? Du willst nicht zurück? Ich habe lange nachgedacht, Freunde. Was ist, wenn Nick Schrosma aus mir heraus ist? Sonst steckt das in mir, oder? Ich habe Wurzeln in dieser Welt und etwas tiefer in mir. Es tut mir leid, dass ich mich vor langer Zeit noch einmal bedanken muss auf diese Weise, kurz nachdem ich endlich wieder zu ihnen gekommen bin. Wusste ich, dass sie als Rezensent viel bekommen könnten. Kannst du den Atem anhalten, Shanox? Er blieb stehen und starrte mich geschockt an. Glaubst du wirklich, dass ich die Dinge so geschehen lasse? In diesen Tagen, nach all den Kämpfen? Ich habe für dieses eine Ziel gekämpft. Du bist mein wichtigstes Ding. Wenn sie hier sind, werde ich sie besser verstehen. Ich werde es auch sein. Zum ersten Mal beteiligte sich jemand außerhalb unserer Welt. Und ja, da ist das Caps Lock Wort und ich kann euch garantieren, das ist nicht in der Welt der Pokémon, genau wie hier gerade gesagt wurde. IKEA. Wie steht da IKEA? Ich verstehe es nicht, aber machen wir weiter. Also, das fällt mir ein bisschen ein, ehrlich gesagt. Aber zumindest freue ich mich, wenn du bleibst. Ich entscheide, was das Beste für dich ist. Was? Das ist nicht unbedingt eine super Grundlage. Dann sind wir zusammen. Ich sah unsere Freunde an. Chelast, Seamobs und Ivy sahen uns plötzlich an. Ihr Jungs, kommst du zurück? Für eine Weile war niemand da. Seamobs bricht zuerst das Schweigen. Nein, wenn nicht. Wenn ihr beide bleibt, bin ich auch dabei. Mich wird sowieso keiner vermissen. Auch aus der gesamten Reihe. Es tut mir leid für den Fisch, den ich auf meinem Dach gelassen habe. Nicht ich. Es ist lang und schwer. Endlich hat jemand verkündet, worauf ich gewartet habe. Seemobs freut sich über dieses Geschenk. Das ist mir theoretisch gerade was runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Sieht ein bisschen so aus. Sag nichts gegen meinen Rücken, ich habe es geerbt. Dies ist seit Generationen im Familienbesitz. Warte, also im Prinzip, in Seemobs Familie vererben sie so im Prinzip mit jeder Generation die Wirbelsäule weiter, was auch erklärt, dass sie inzwischen nur noch rollen. Deshalb ist er nicht mehr. Tut mir leid, Seemobs, aber es ist wahr. Und wir bleiben natürlich alle. Wir sind alle hier, weil es für uns kein Licht in unserer Welt gibt. Wir sind alle einsam, egal wo wir wohnen. Hauptsache, wir haben Freunde, die uns jetzt unterstützen. Das gesamte Gebiet der Stadt war voller Wüsten. Ivy und ich, Chelast, waren ohne Probleme glücklich. Seemobs ist frustrierend, weil niemand seine Fische liebt.
Und Shinux schaut uns ungläubig an. Du, was, hielt sich wieder fest. Bist du bereit, dein Haus zu verlassen, um bei mir zu sein? Danke aus tiefstem Herzen, wie bekomme ich Freunde wie dich? Es ist gut, denn du hast hier wirklich jedermanns Schlinge gerettet. Und an dieser Stelle beende ich die erste Session. Und ja, letzte Folge der Walross Edition 3 sind wir drin. Hier sind jetzt wahrscheinlich nur noch die treuesten Zuschauer. Und deswegen, ich weiß gar nicht, habe ich das nicht in Teil 2 auch gemacht? Will ich mal ganz kurz einen kleinen Reveal droppen. Einfach für euch, die jetzt hier sind. Nichts allzu Großes, aber vielleicht doch, je nachdem, wie ihr es seht. Und zwar, ihr wartet ja auch alle, denke ich, noch ganz sehnsüchtig auf das letzte Walross-Editionsprojekt. Spezialepisode X, Dawn of the Skies. Und ja, ich meine, ich habe ja schon gesagt, da wird es erst nächstes Frühjahr genauere Infos zu geben, aber erwartet mal mehr als ein Video. So, zweiter Teil des Videos, letzte Aufnahme für mich. Ja, bisschen kürzer ist es von dem, was ich sehe, als der erste Teil dieses Videos. Aber ein bisschen nur. Legen wir los und beenden es. Wenn die Zahl wieder sinkt und sich die Tür schließt, gibt es nur noch eins zu tun. Aber gibt es eine Möglichkeit, neben der Welt auch Pokémon zu kontaktieren? Zumindest möchte ich den Soldaten erzählen, was passiert ist. Übrigens, kurzer Real Talk direkt mal wieder. Was eben hier an bei der Szene war mit dem ganzen Talk, wo sie dann über die Zeit hinweg reden und alles. Man hat es vielleicht beim Storywriting der späteren Walross-Edition bemerkt. Ich fand das selber so ein Bullshit, dass ich es in der Walross-Edition 4 gleich wieder aufgelöst habe. Latias wusste sofort, was zu tun war. Hast du Psycho-Pokémon mit deinen Teamkollegen? Ja, Abra. Bulbi, Latias und ich können uns telepathisch mit dir verbinden. Sie können ihm im Urlaub alles erzählen. Ich bin glücklich, dann lass uns gehen. Latias sah mich ein wenig erschrocken an. Du gehst mit Hilfe der Zeit mehrmals in ein Loch. Die Präsenz dieser Welt läuft nicht gleichzeitig. Zeit, wie alt warst du damals? Ich war frustriert. Was, wie viele Jahre? Dieses Jahr. 10.009 nach der Schöpfung. Ich denke ein bisschen. Bulbi, wenn du so mit Abra sprichst, er ist vielleicht nicht mehr Abra, aber Kadabra oder Simsala. In deiner Welt sind 15 Jahre vergangen. Schockierte mich. 15 Jahre? Jeder würde denken, wir wären tot, wie auch immer. Ich denke, du wirst antworten, aber ich kann es nicht ändern. Vor ein paar Tagen bist du gegangen. Bulbi, willst du immer noch mit ihr reden? Ich bezweifle. Ja, ebenso müssen sie die Wahrheit akzeptieren, wenn sie uns lange Zeit vernachlässigt haben. Dann schließe deine Augen. Konzentriere dich auf dieses Pokémon. Den Rest erledigen wir. Ich habe getan, was mir gesagt wurde. Die Dunkelheit vor mir veränderte sich in Sekundenschnelle. Ich habe das Zimmer gesehen, Haus des Gildenhauptmanns. Drinnen auf dem Tisch setzte sich der Tote. Du kannst sofort mit ihm reden. Er sieht dich nicht, obwohl er deine Stimme hört. Also habe ich versucht, mit ihm zu reden. Hallo Kadabra, kannst du mich hören? Kadabra, ein Absolvent, zitterte im Einklang. Aber in Pokémon muss ich wohl eher Absolvent sagen. Was ist los mit mir? Warum bin ich so, wie ich bin? Hallo, wer ist da? Es war, als hätte er sich verändert. Ich kannte Kadabras Stimme. Irgendwie ist es der, den ich in die Gilde als Abra kennengelernt hatte. Jetzt, wo ich das weiß, fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich spreche zu dir aus einer fernen Welt. Zwei Pokémon helfen mir, spirituellen Kontakt aufzunehmen. Aus einer fremden Welt? Warum willst du mit mir reden? Kenne ich dich?
Es gibt eine Frage, die ich mich frage. Kenne ich noch jemanden? Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es ist über 15 Jahre her. Kadabra scheint teuer zu sein. Aha, auf dem chinesischen Organschwarzmarkt, oder? 15 Jahre? Es ist eine lange Zeit. Ich glaube, es geht um... Erinnerst du dich an Bulbi und Shinux? Woher kennt ihr euch beide? Kein Wunder, dass ich das tue. Sie waren auf ihrer Reise einen Tag lang gute Freunde. Ah. Es muss ein großer Regen gewesen sein. Als wir einige Tage ohne Neuigkeiten auf der Suche waren, haben wir das Wrack ihres Bootes gesehen. Keiner von uns hat es vergessen und keiner weiß genau, was dann passiert ist. Du wirst die Welt retten, oder? Aber offensichtlich haben sie diese Welt noch nicht erreicht. Er sah erschöpft aus, während er sprach. Shinux hat recht. Der Mob suchte nach uns, fand unsere Leichen und dachte, wir wären tot. Ja, das wäre verständlich, wenn das auch tatsächlich so wäre. Aber sie haben uns nicht vergessen. Kadabra, ich weiß, es geht darum, sich gerade nicht für dich zu interessieren. Fußball. Einen Moment lang saß er still. Ich sah Tränen in seinen Augenwinkeln. Wirklich? Wie wird es sein? Bist du wirklich Bulbi? Ja, wir leben alle. Uns geht es gut. Wenn du es bist, sag mir, warum? Von letzter Nacht habe ich gehört. Sie bis heute. Sag mir. Natürlich. Und alles so viel sagen, wie ich mich gut erinnern kann. Andere werden es später auch herausfinden wollen. Mach weiter. Ich fing an mit ihr... Da war auch irgendwann Charakter sein Geschlecht behalten, bitte. Mit ihr über alles zu sprechen, was passiert war, seit ich das letzte Mal mit ihr sprechen konnte. Ich berichtete von der einsamen Insel, Ivy, wo wir unser letztes Treffen mit Gruden hatten. Ich sprach über Betrug. Wir könnten Groudon und von Kyogre unser Treffen in Günther absagen. Als wir die Scheinungsära hatten, hörte ich auf. Ich weiß nicht, ob er wollte, dass die Soldaten davon erfahren, aber irgendwie dachte ich, er möchte, dass sie alle Fakten erfährt, von denen ich ihr erzählt habe. Über unsere Reise in eine dunkle Welt. Die Prophezeiung. Die Welt ist kaputt. Die Geschichte des Teams, aber natürlich für unser tolles Ende. Vor allem Entscheidung und danach. The Dark Avenger. Ich wollte gerade von der letzten Schlacht von Shinux erzählen, als Kadabra mich aufhielt. Oh ja, das hätte ich fast vermieden, weil wir wissen, dass Dinge passieren werden. Da ich es dir sage, sind deine Sorgen sinnlos, nicht wahr? Ich stimme zu. Persönlich ja, ich muss nicht raus. Aber nachdem Floink besiegt wurde, sagte alles, dass Shinux sollte. Er hat gewonnen, aber es bedeutete keine gesunde Generation. Wirklich? Wie geht es ihm jetzt? Tatsächlich wollen wir heute ausgehen. Wir wollen zurück zum Militär... Wie kann es sein, dass es wirklich, dass alles, was hier mit der Gilde zu tun hat, so sehr nach Militär gedreht wurde? Weil wir die moderne Frist einhalten werden. Wir werden vor genau 15 Jahren zurückgehen. Sowieso weniger, als wir gehen werden. Shinux hat sich entschieden, in Silberdorf zu bleiben. Hier fühlt man sich in seinen vier Wänden richtig wohl. Unserer Meinung nach haben wir uns alle entschieden, hier zu bleiben, ohne nachzudenken. Sie haben nicht erwartet, dass so etwas passiert. Jeder wird es verstehen. Ich bin glücklich. Dann können wir auch bald Gäste sein. Nein, tut mir leid, aber es wird nicht funktionieren, weil du gerade mit mir redest. Ja, jetzt kommt eben der ganze Punkt von wegen, ja, Raum, Zeit und so ein Gedöns und ja... In der Varus Edition 5 geht's dann gleich schon wieder ab dahinter in die Welt. Dementsprechend, man merkt, dass ich das selber Bullshit fand und ehrlich gesagt keine Ahnung mehr habe, warum ich das überhaupt eingebaut habe. Ich habe mir halt irgendwie gedacht, ja, als ich das geschrieben habe, ja, wäre das nicht irgendwie unlogisch, wenn jetzt dieses Gespräch wäre und dann so Raumzeit und... Hab mir dann gedacht, ja, da muss ich das irgendwie so verhindern. Und dann in der Valros Edition 4 habe ich mir gedacht, sag mal, wer will mir überhaupt sagen, dass ich Unrecht habe, wenn ich das mit Raum und Zeit anders mache? Außerdem ist es meine Geschichte, ich mach die Lore.
Also, wenn du jetzt zu Besuch kommst, hättest du dich kennengelernt. Wir vor 15 Jahren ersetzen sie es problemlos. Aber eine solche Drohung können wir nicht aussprechen. Ich bin traurig und ein bisschen wütend. Wussten Latias und Latios nichts davon? Sonst hätten sie mich warnen sollen. Aber ich kann mit dir reden, wie ich es jetzt tue. Kann ich nicht? Aber jederzeit. Ebenso hat sich meine Luftqualität teilweise verbessert. Ich fing an, mit ihm ein bisschen über das Militär zu reden. Eine Sache, Kadabra. Fun Fact, Kadabra steht die ganze Zeit mit C am Anfang. Was machst du im Armeeraum der Gilde? Ich? Nur kurze Zeit. Hubbelupf ist vor wenigen Wochen in den Ruhestand gegangen. Bis ein Entwickler als Chefgilde gefunden ist, übernehme ich hier die organisatorischen Bedingungen. Ich möchte diesen Posten nicht allzu lange halten. Was ist mit den anderen Mitgliedern der Gilde? Sind sie noch da? Sind ihre Abonnenten angekommen? Das ist eine gute Frage. Bist auch du, der dieses Video gerade guckt, als neuer Abonnent angekommen, wenn du nicht schon einer warst? Ach du meine Fresse, diese Überleitung schlagt mich. Weiter geht's. Wo waren wir? Kadabra sah verlegen aus. Nun, alle Leute, die du getroffen hast, sind noch da. Wir haben auch zwei neue. Um ehrlich zu sein, beide erklären deutlich die Lücke, die durch ihre Subtraktion entsteht. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass wir dich einfach ersetzen wollen. Ich fing an zu lachen. Auf keinen Fall. Warum manche Leute hier denken, dass der Armeechef sie problemlos ersetzen will, ist die Kombination beider Typen. Endivia führt das Team. Das macht... Fun Fact, das habe ich erst eher spät geändert beim Schreiben, dass Endivia das Team führt auch. Weil die meiste Zeit war es so geschrieben, dass Spark der Anführer vom Team ist. Aber da habe ich dann langsam begonnen, mir so den Plot der Valros Edition 4 und 5 auszudenken und mir dann gedacht, dass es für die Plots da sinnvoller ist, wenn nicht. Also, machen wir weiter. Wo war ich? Das machen sie gut. Sie erinnern mich beide sehr an ihre Zeit. Sie sah aus dem Fenster. Das ist uns einfach aufgefallen. Bald war Abendessen. Ich werde auch die Geschichte aller anderen erzählen. Sie können also, wie bereits erläutert, ganz tägig mit mir sprechen, wenn sie möchten. Nur nachts ist es besser, wenn sie noch schlafen. Also, er schien einen Kloß im Hals zu haben. Ich bin Bayer. Nee, warte, was? Das war ein toller Witz. Dann wünsche ich dir eine glänzende Zukunft, vor allem mit Shinux. Du wirst eine großartige Zukunft haben, da habe ich keine Zweifel. Und gib all meinen Freunden das Beste, okay? Ich werde dafür sorgen, dass deine Legende ihren Namen hat. Auf mich. Was? Will der jetzt Copyright für die Geschichte anmelden? Bevor ich gehe, möchte ich noch etwas entfernen. Nur eine Sekunde von Kadabra. Genauso machen wir das Richtige. Natürlich werde ich. Wo hast du so viel geflucht? Hoffe, dich bald zu sehen. Als Ergebnis wurde der Kontakt abgebrochen. Beim Supermarkt Silberdorf hielt ich wieder an. Die Menge war noch nicht da. Ebenso sind meine Freunde nicht hier, außer zwei Pokémon Aeon. Beide öffneten die Augen. Du musst verschiedene Dinge sagen, nicht wahr? Es dauerte eine lange Zeit. Nun, ich muss natürlich erklären, was passiert ist. Ich möchte auch wissen, was in ihrer Zeit passiert ist. Das dauert heutzutage ein bisschen. Es ist sauber. Es tut niemandem weh. Die anderen sind in ihre Häuser zurückgekehrt, was ich wusste. Und zum einen, Bulbi, ich habe es mir genau angeschaut. Wir möchten uns noch einmal bedanken und jetzt, da du hier bist, haben wir beschlossen, dass du nicht ewig in Floink leben kannst und Bisasam. Was zum Fick? Wir werden morgen bauen. Das nächste Mal haben wir es benutzt. Ich habe ein neues Hobby gefunden. Jetzt, wo die Geschichte vorbei ist, male ich in meiner Freizeit. Das mit dem Malen ist auch wirklich eine Sache, die nur einmal vorkommt. Einfach nur für dieses eine große Bild, was ja auch ganz am Ende der gesamten Reihe nochmal zum Ausdruck kam. Wo war ich hier? Ebenso, wenn ich zugebe, dass ich wenig Talent habe, genieße ich es ohne Probleme. Auf diese Weise habe ich zum Beispiel ein Diagramm gemalt, das diese Reise jederzeit für mich darstellen würde. Das Foto. Das sind alles Mitglieder dieser Gruppe. Auch Günther, Floink und Bulbazaur.
Oder Bulbasaur. Und der Grund, warum ich wieder erschüttert war, war... Nach unserer Reise änderte sich das Bild ein wenig. Auch Briefe waren dabei. Pokémon ist ein weltberühmtes Lied. Plötzlich eine Art Sprichwort. Er wird ihnen sagen, dass die Vergangenheit nicht ignorieren soll. Auch wenn man erfolgreich ist, blickt man in die Zukunft. Wir drücken alles in diesen drei Worten aus. Nicht vergessen. Also ich will jetzt nicht die Wortanzahl hinterfragen oder hier klug scheißen, das nochmal nachzählen oder so, aber ich würde behaupten, dass nicht vergessen nicht ganz drei Worte sind. Der Bau unseres neuen Hauses läuft gut. Jeder half und tat, was er konnte. Ich hatte ein kleines Gefühl, als ich das sah. Am Anfang unserer Reise war alles gleich. Als die Stadt Boote und Ornamente baute. Aber heute bei Vollmond ist ein besonderer Tag gekommen. Wir wären eingetreten. Jeder hat sich viel Mühe gegeben in diesem Raum. Diesmal ist dies die größte in ganz Silberdorf und das versteht sich, denn wir werden hier nicht nur ein oder zwei, sondern fünf herzlich und glücklich leben. Shanox und ich bestanden darauf, dass wir uns das gleiche Gebäude teilen. Ach. Wahrlich. Das gleiche Gebäude. Interesting. Wie wir es schon lange getan hatten. Bei uns ist das normal. Auch innerhalb der Gruppe, die wir aufgebaut hatten, lief es gut. Wir stehen vereint und ungebrochen. Inzwischen strahlen Shellast und Seemobs hell und sind radioaktiv. Okay, das steht da nicht. Und sind gute Freunde geworden. Obwohl wir Shellast oft gerne anbauen. Um ehrlich zu sein, strahlen er und Eevee auch, wie jeder andere. Als wir ihn danach fragten, kam er ohne anzuhalten heraus und stolperte darüber. Aber wenn wir uns manchmal nicht gefallen, werden wir uns alle gut verstehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich die Beziehung zwischen mir und Shinox noch nicht verbessert hat. Interessant. So, und ab geht's. Letzte paar Sätze, der letzte Absatz. Es sind irgendwie 8 Zeilen. Also, wirkliche Credits wird es diesmal nicht geben. Ehrlich gesagt habe ich dafür weder Zeit noch Motivation. Lasst mich nach dem Abschnitt noch 1-2 Worte sagen. Es wird angenommen, dass dies bei diesen Ergänzungen schließlich der Fall war. Zumindest bin ich nicht untergegangen, ohne mich vorher zu erklären. Schließlich gibt es noch etwas zu sagen. Für heute, als wir hereinkamen, fand ich heute Abend schnell ein Stück Papier, bevor ich anfing, dies zu schreiben. Er lag kühn auf meinem Bett. Der Händedruck schien mich nicht zu ehren. Es ist sauberer als jedes andere. Alle Linien sind gut angelegt. Schließlich, als ich die Sätze auf diesem Stück Papier las, fand ich heraus, wer es war. Du hast diesen Kampf gewonnen, aber der Krieg hat gerade erst begonnen. Wir werden uns wiedersehen. Aber wir werden Feinde sein. Wichtiges Zitat der Reihe und das war's. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3 Aberdum ist zu Ende. Ja, 1-2 Worte noch. Komplettes Hörspiel wird auch hier wieder kommen, auch wenn ich jetzt keine wirklichen Credits einbaue. Ich weiß gerade noch nicht, wahrscheinlich mache ich tatsächlich gar nichts. Und ja, warum mache ich jetzt das zum Beispiel? Einerseits habe ich sehr stressige Phase im Moment, habe nicht wirklich viel Zeit für sowas. Andererseits, ich behaupte, dass für mich die Umsetzung dieser Walross-Editionen dumm besser war mit den 2 Kapiteln pro Folge. Für euch aber schlechter. Zumindest habe ich den Eindruck von der Resonanz, die die Videos bekommen haben, von der Aufrufanzahl, von den Bewertungen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es für euch nicht so toll war, dass wir jetzt einmal die Woche so ein langes Video hatten. Die dies geguckt haben, waren eigentlich immer lange dabei, aber viele haben es dann halt auch einfach gelassen. Und ja, was kann ich groß sagen? Walross Edition 3 in Dumm hat mir nochmal gezeigt, warum ich so lange Pause gemacht habe. Wird es eine Walross Edition 4 in Dumm geben? Wahrscheinlich eine große Frage jetzt. Und eine Frage,
auf die ich sehr sicher antworten kann. Nein. Ich weiß, manche von euch sind vielleicht enttäuscht, aber so wie diese Dinge hier waren, 20 Kapitel waren das jetzt und ehrlich gesagt war es nach der Hälfte der Zeit nur noch für mich, jede Woche das machen und warten, bis es fertig ist irgendwann, damit ich bald das nächste Haupthörspiel beginnen kann, auf das ich mich echt freue, muss ich sagen. Nicht unbedingt, weil es in meinen Augen so mein bestes Hörspiel ist, ich sag's ehrlich, die Wesen unseres Planeten ist ziemlich mit im Vergleich von den Projekten, die ich alle habe, aber ich freue mich einfach wieder ein richtiges Hörspiel zu haben und mal was Neues, nicht nur Walross-Edition. Richtig losgehen wir jetzt erst nach Die Wesen unseres Planeten, wenn dann mit Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal einen Namen gesagt habe, der Name hat sich geändert, vorher hieß es Plothole. Es wird mein größtes Hörspiel, zumindest bisher. Und mein bestes. Also Plotkrieg jetzt. Die Walross Edition 4 in Dumm hätte das Problem. Nicht nur ist es in Dumm hier allgemein ja nicht das, was mich so sehr motiviert, wie man merkt, aber es wären ja auch noch fast 40 Kapitel. Und ich meine jetzt so 20 Kapitel. Wäre die Walross Edition 4 auch so lang, hätte ich gedacht. Ich meine, auf jeden Fall nicht in näherer Zeit, aber irgendwann bestimmt. Aber 40 Kapitel ist einfach zu viel. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann vielleicht die Walross Edition 6 in Dumm mache. Weil die ja dort nochmal ein gutes Stück kürzer ist. Und es gleichzeitig bestimmt sehr interessant wäre, wie sich das gesamte Finale der Reihe verändert durch sowas. Aber erst einmal ist jetzt wieder eine ganze Weile Pause von Walross Edition in Dumm. Ich würde das gesamte nächste Jahr über auch nicht mit sowas rechnen. Ob ich in 2023 wieder irgendwas Großes bringe, also was Großes werde ich da auf jeden Fall bringen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch schon eine ziemlich genaue Idee, was. Ich plane, was sowas angeht, relativ weit voraus und ich call das auch tatsächlich jetzt schon mal. Ich muss mich erst an den Namen gewöhnen, ich habe den Namen erst vor kurzem geändert. Plotkrieg wird auch einfach tatsächlich einen Großteil des nächsten Jahres auf dem Kanal fressen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie lange es genau wird, aber ich bin beim Schreiben derzeit bei der Länge der Walross Edition 4. Ich bin in Kapitel 38. Und ich bin noch nicht vorm Finale. Also doch, ich bin vorm Finale, aber das war ich seit Kapitel 1, ne? Es ist durchaus möglich, dass die Geschichte mit 50, 60 Kapiteln endet. Deswegen wird Plotkrieg einfach mit zwei Kapiteln die Woche dann einen relativ großen Anteil des nächsten Jahres übernehmen. Und deswegen, wenn ich jetzt schon Projekte für danach plane, außer die Spezialepisode X, die ich irgendwann zwischendurch bringen werde. Ja. Also, das war's mit diesem Projekt. Danke an alle, die trotz allem dabei waren. Wir sehen uns hoffentlich am 15.12. wieder zu Die Wesen unseres Planeten.